Das Deutsche Krebsforschungszentrum, kurz DKFZ, die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und das Universitätsklinikum Mannheim starten ein neues Kooperationsprojekt. Im neuen DKFZ-Hector-Krebsinstitut an der Universität Mannheim wollen die Partner patientenorientierte translationale Krebsforschung auf international höchstem Niveau betreiben. Die Hector-Stiftung fördert die langfristig angelegte Zusammenarbeit mit 25 Millionen Euro über die nächsten 10 Jahre. Es gehe um medizinischen Fortschritt im Sinne des Patienten, hieß es bei der Gründungsfeier im großen Hörsaal des Klinikums. Im Mittelpunkt stehe das Ziel, Ergebnisse aus der Forschung möglichst schnell in die Therapie, sprich ans Krankenbett, zu bringen. Das neue DKFZ Hector-Krebs-Institut in Mannheim. Das bedeutet einen großen Schritt nach vorne im Hinblick auf die personalisierte Medizin, dass wir neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erarbeiten, erforschen können für unsere Patienten, die wirklich individuell auf den einzelnen Patienten konkret zugeschnitten sind. Die Zahl der Krebserkrankungen werde weltweit weiter steigen. Die Stiftung soll dazu beitragen, neue Behandlungsmöglichkeiten zu erforschen. So erläutert SAP-Mitbegründer und Stifter Hans-Werner Hector sein Engagement. Die neue Kooperation zielt auf effektivere Therapien sowie die Entwicklung neuartiger Digitaltherapien, mit denen Prävention, Früherkennung, Therapiesteuerung und Nachbetreuung verbessert werden. Das heißt, wir werden die sogenannte personalisierte Medizin, weil wir wissen, dass Tumoren sehr, sehr unterschiedlich sind, mit biologischen Möglichkeiten hier deutlich nach vorne bringen können und dann maßgeschneiderte Therapien für Patienten empfehlen können. Gleichzeitig können wir aber auch neue Erfahrungen in die Forschung zurückbringen, um zum Beispiel neue Ideen für neue Medikamente zu entwickeln. Das neue DKFZ Hector Krebsinstitut wird auf dem Campus der Medizinischen Fakultät Mannheim angesiedelt und soll von dort seine Wirkung entfalten.